Bisher bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im Untergrund der Kala Hochebene fanden wir die verlassene Tabula Rasa Mine, in der wir von einem Konstrukt den Bauplan für eine Universalkanone erhielten. Danach machten wir uns auf den Weg zur Stelle, die ein X markierte. Dadurch fanden wir uns in der Makuse Mine wieder, in der ich neben ein paar arbeitenden Bockblöden jede Menge Minigamma aufhielten. Am Ende der Mine fanden wir dann die gesuchte Schatztruhe, in der ich das Schattengewand befand. Anschließend wollten wir noch einen weiteren markierten Schatz aufsuchen, doch wir stellten fest, dass wir vom Akala Untergrund aus nicht dorthin gelangen konnten. Dann müssen wir uns wohl eben einen anderen Weg suchen. Mäusefreunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir stehen hier wieder am Gatanishrein, denn ich habe mir heute vorgenommen, die Tingle-Inseln quasi in Angriff zu nehmen, denn wir wissen ja, dass da unten noch ein Schatz ist, den ich gerne mitnehmen würde. Und wenn wir schon mal anfangen, dann können wir einmal von unten nach oben an der Oberfläche gehen quasi. Da sind wir am Abgrund, da können wir quasi im Untergrund den Weg quasi zurückgehen. Obwohl ich glaube, ich werde da relativ zügig, also zügig wie es geht, wenn da nichts anderes noch ist, den Schatz einfach holen. Also ich sag mal so, wir haben jetzt die Wurzel da geöffnet, wir haben das Licht da, also wir werden da nicht viel sehen, sag ich jetzt mal, Neues, ne? Deswegen. Achso, ich muss die Kamera wieder ändern, genau so. Ich glaube, hier kommen wir ganz gut nach oben, ne? Auf der erste Insel. Mit den Aufwinden hier. Eigentlich wollte ich mal weiter oben starten, aber ich dachte mir, habe ich Aufwinde hier gesehen. Als ich am Schreien war, habe ich gedacht, gehen wir hier mit hoch. Ja, wahrscheinlich auch genau deswegen hier. Ich habe ansonsten trotzdem nochmal die Kletterklamotten angelassen, also zumindest das Oberteil. Weil ich will natürlich jetzt hier auch mit dem die Krogmaske Krog suchen, auch an der Oberfläche, ist klar. Ich würde sagen, wir fangen wirklich da auch an, ne? Hier auf der Insel, das ist doch schon Krog. Also wenn er nicht direkt da ist und es ist Blutmutzeit, dann ist der wahrscheinlich. Ja, hier ist ein Kakuda irgendwo, oder? Ich noch nicht sehe. Wo ist das Vieh? Oder wird der schon abgeschossen? Was ist die Insel? Ach, die ist. Ja, okay, da ist ein Kroxeter. Ich wusste es. Gehen wir hier vor dem Blutmond oder wird der resettet, wenn ich da jetzt, wir warten kurz den Blutmond ab. Ist mir zu blöd jetzt. So, jetzt können wir in Ruhe machen und Tulin hat tatsächlich den Kakuda gerade getroffen, ne? Ja, schade, dass der jetzt nicht wiederbelebt wird. Oh. Weißt du denn, dass man da schon Tulin braucht für die Platte hier? Ich kann es mir schwer vorstellen eigentlich. Und es muss natürlich jetzt wieder regnen, ne? Ist klar, ne? Ich hätte lieber die Krötenklamotten anziehen, ganz ehrlich. Solange es regnet jetzt zumindest. Ne, deswegen. So, ich geh jetzt einfach mal hier über die Insel einmal. Würde ich sagen. Aber, komm hier, komm ich nicht hoch. Komm ich da hoch? Ne. Mein, was ist das ein Kack? Hier mit dem Regen jetzt wieder. Oh, Schild ist nicht so geil gerade. Schwert scheinbar auch nicht. Nehmen wir das Ding hier. Denn noch der Bogen. Hab ich auch nicht. Irgendwo eine Rakete dran an irgendeinem Schild? Nee, ne? Alle verballert letztes Mal schon, ne, Kanat? Na komm, dann. Alter, was ist los mit euch, Flexichern? Ehrlich jetzt. Die anderen wollen bitte da eingreifen. So, und dann da oben. Schwupp. Und da wollte ich eh hin, nach ganz oben. Aber wenn doch eben Krog ist, dann wäre ich das wahrscheinlich. Also die Insel ist klein, ne? Hier, die Insel selbst. Ich glaube, ich würde es mitkriegen hier fast überall, wenn da irgendwo noch Krog ist. Weil der eine auch sehr spät ausgeschlagen ist, ne? Aber ganz ehrlich, ich laufe jetzt einfach hier rüber, Leute. Und ich würde sagen, ich melde mich da einfach, wenn ich was finde hier interessantes. Weil die Inseln, seien wir ganz ehrlich, die kennen wir so weit. Da sind dann auch Wächter hier rumgeflogen, da waren sie sogar spannender als jetzt hier gerade, muss ich sagen. Und solange ich hier nichts finde, skippen wir die jetzt einfach, will ich ganz ehrlich sagen, an der Stelle. Okay, ist hier eine Schatztruhe, Leute. Ist da unten, okay, da ist es einfach, oder? Aber es könnte ein Korkdruck sein, oder? Nee, könnte ich einfach im Boden. Dann direkt da so ein Boden, das könnte echt ein Oxfork sein. Und ich wollte gerade einen Jäger-Offizier, bevor ich, oder Offizier besser gesagt, bevor ich wundert. Da ist er, der Kollege. Ja, den, aber den rieche ich jetzt ganz ehrlich. Okay, das jetzt hier auf der kleinen Insel wirklich kein Krog ist, wundert mich gerade ein bisschen, ne? Obwohl natürlich. Warte mal. Was ist denn da? Kann ich da irgendwie hingucken mal? Ist da vielleicht irgendwas unten? Das ist aber ganz da unten, ne? Das finde ich irgendwie ein bisschen auffällig, dass da noch so eine. Ah, da muss ich noch wieder Laune, okay. Aber da ist eine Brücke. Ist der weg, der Kollege? Warte mal, hat er seine Sachen liegen lassen? Ist jetzt einfach schon, dass sein Lachen hier liegen lassen? Das ist doch geil. Nervensäge, ey. Ich mir die Rakete auch sparen können, hier hochzukommen. Ich sehe da halt nichts, ist das Problem. Ja, das ist doch nur eine Ruine, ne? Ist da denn irgendwas? Ich könnte mir halt vorstellen, dass da irgendwas ist da oben. Dass man.
Ja, da sieht, dass ich jetzt auch nichts, ne? Doch! Leute, ich wusste es. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da gar nichts ist. Da ist auch eine Platte, so wusste ich es doch. Guck mal. Da ist aber noch eine Schatztruhe, die nehmen wir auch direkt mit. Geh auch wieder am Boden, ja. Ich hänge hier auch wieder am Boden. Was denn auch sonst? Aber ich krieg ja eigentlich gerade keinen Loot. Ein Sora-Schwert. Also halbwegs geilen Loot, sagen wir lieber so. Ne, das bleibt da drin. Ich hab stärkere Waffen. Okay, wo will er hin, der Kollege? Will der da jetzt hoch? Meine ich, ne? So, nach ganz oben, oder? Ah, ne. Was hat man denn da? Ist der Aufwind hier? Hallo? War gerade noch ein Aufwind. Ist der gerade vorbeigeflogen dran? Da hinten ist der. Oh ja, das wird nichts, oder? Zeitlich. Was ist denn das Ding jetzt? Boah, es hat auch so eben gereicht, Leute. Das war knapp. Holla. Also knapper konnte man es, glaube ich, nicht machen. Das war eine Millisekunde, glaube ich, nur noch. Dass das weg gewesen wäre. Aber es geht auf jeden Fall, es ist locker machbar. Also ihr habt es gesehen, ich bin da jetzt komplett noch falsch geflogen und so. Bis das da irgendwo ein Aufwind ist, so wie der hier. Und ja, das ist alles machbar, Leute. Und ich muss jetzt wieder, ja, hoch, um auf die nächste Insel zu kommen. Also, ich will eh hier hoch nochmal gucken, was hier ist. Ach, hallo, mein Freund. Ein Waldoktorok. Wo ist er? Wo ist er hingegangen? Der Drecksack. Der fehlt mir, glaube ich, noch ein Handbuch. Der letzte Oktorok, der mir noch fehlt. Ist der da noch? Leute, verpisst euch da jetzt mal. Ist der? Da ist er. Hab ich ihn drauf? Nein, natürlich nicht. Komm, zeig dich, du Schwein. Ich bleib stehen. Ich mach nix. Ich kann anspucken. Hallo? Ja, jetzt verwirk ich doch. Jetzt habe ich ihn. So. Seht ihr, der fehlt mir noch im Handbuch. Schade, ich wollte ihn gerade. Ich wollte noch versuchen zurückzusteuern, sag ich ganz ehrlich. Na dann. Drecksack, komm raus da. Zack. Ja, wäre auch natürlich so schneller gegangen, ne, den rauszuholen. Und allerdings. Hab ich gleich dran gedacht, das Foto. Das wollte ich, ob der dann nicht immer wieder verschwindet, einfach so. Gut, gehen wir nochmal auf die Insel drauf und dann können wir vielleicht weitermachen, nicht, wenn da nichts ist zumindest. Ich frage mich gerade wirklich, wie diese Brücke hier hält, ne, ehrlich gesagt. Müsste doch total zusammenklappen normalerweise. Ah gut, guck mal, wenn die da hinten stehen, ey. Und nicht weiterlaufen. Auch nicht schlecht. So, hier ist eine Schatztruhe irgendwo. Oh. Und ein Pyromagus. Hab ich den schon fotografiert? Oder ist das eine neue Art? Den hab ich schon. Okay. Wechsack, hau ab. Mistvieh, ehrlich. Ist die Truhe hier. Hör sie doch. Ist hier unten? Ist die hier drauf? Ah, die ist nicht hier drauf, ne? Ist da irgendwo. Da ist er doch. Okay. Schwer zu sehen hier. Gönnen wir uns hier doch noch, ne? Ein Saphir. Oh, er hat sich gelohnt, ein Saphir. Kann man mal mitnehmen. Okay, ich habe scheinbar eine Truhe übersehen irgendwo hier. Er nervt mich gerade, der Kollege, ne? Warte mal, geht der nicht sofort kaputt, wenn ich das hier benutze, den Glasjagdbohrer? Ja. Ein Rotonitstab. Möchte ich den mal wieder mitnehmen, so ein? Eventuell. Ach komm, lass uns das hier liegen, oder? Ein Rotonitstab ist eigentlich nicht schlecht. Ja, wobei, so ein Rotonitschwert fand ich besser. Muss ich dann wieder gestehen. Was ist hier überhaupt noch die Truhe, oder wo ist... Hä? Hab ich die nicht aufgemacht da hinten? Ah, wo war die denn? Ich zeig doch genau dahin, hab ich nicht weg... Da war ein Schwert drin, oder, ne, weil ich nicht mitnehmen wollte, oder? Kann das sein? Ja, okay, ist egal, Leute, wir gehen weiter. Okay, Leute, wir sind über Tingela, da ist schon der Abgrund, aber ich möchte jetzt hier noch mal kurz gucken, ob hier nicht auch noch was ist. Weil die Insel hier ja ist... Was? Ist gerade verlang gelaufen? Ich hab da gerade was gesehen. Gut, so. So, hier ist wie gesagt der Riss. Da machen wir gleich rein. Weil ich da wieder nur die Blätter aufsteigen sehen, dann will ich da sowieso gucken. Weil meine Theorie ist ja immer noch, dass irgendwie so aufsteigen Blätter immer noch einen Krog signalisieren. Auch wenn ich das mittlerweile gar nicht mehr so sehr glaube. Oh, diese Kackviecher, ne? Das ist ein Pfeil. Doch, hier ist ein Krog.
zeigen die hin? Hier? Da auf dem Baum vielleicht einfach drauf? Der guckt, der zeigt da hin. Ich zeig auf den Baum hier, oder? Ich behaupte. Den dicken Stamm hier. Oder? Ist er da oben? Nö. Ah doch. Okay, er hat sich ja sehr spät gezeigt. Okay. Diesmal. Aber die zeigen sich immer so spät. Nehmen wir mal kurz direkt vor den Eskalat sein. Ja, wenn da Pfeile sind, die halt drauf zeigen. Ja gut, aber das ist halt ein bisschen schwieriger dann ist. Zu erkennen. Okay, dann würde ich sagen, ich habe jetzt nicht viel mehr gefunden hier auf den Inseln. Da komme ich kaputt. Weiß ich schon, die kann man mal mitnehmen, ne? Dann gehen wir jetzt auf einen Abgrund und holen uns die Truhe und dann mal gucken, was wir da noch machen. Also, ich nehme an, da bleibt noch Zeit für was anderes. Wow, Jasma. Den Abgrund müssen wir eh mitnehmen. Da kann ein anderer Weg hier hin, zu den Inseln da. Abgrund auf Tingela. Das ist hier so, wir können auf jeden Fall schon mal die Markierung hier wegmachen. Die brauche ich dann wahrscheinlich nämlich nicht mehr. Nehme ich jetzt mal an. Hier ist ja auch schon hell. Wobei ich mich frage, wie das Licht hierher kommt, ne? Also dieses Wurzellicht muss ich doch irgendwie über den Boden weitertragen, ne? Ich markiere mir hier mal die Stelle, wo ich muss. Weiterzukommen. Also ein Monster unten, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Irgendwo oben durch. Ah ne, da habe ich einen Tunnel, oder? Ja, ich kann mich hier durchbuddeln, okay. Ja klar, jetzt kommt da schon wieder so einer. Ist dunkel. Es ist 10 Uhr. Ah ja gut, es ist hier im Untergrund. Da gelten die Regeln nicht, ne, ob es Tag oder ist oder nicht. Auf richtig, ich muss die Waffe mal wieder wechseln. Ich bin die ganze Zeit eigentlich Idiot. Ja, was ist mit dem, wo kann ich nicht anvisieren? Da gerade dabei war, seinen Kopf aufzusetzen oder was? So, Junoro, ich brauche nochmal hier. Ich will da durch. Oh Gott, das wird ja jetzt was, Leute. Echt so eine Mine hier quasi wieder. Dass ich jetzt hier so durchkämpfen muss die ganze Zeit. Ich hab noch eine Truhe, ne. Ich muss die Dinger, glaube ich, mal loswerden, oder? Wie macht man den Soldaten 2 in 1? Der fliegt die ganze Zeit nur dagegen, gegen Steine, kann das sein? Nur, wo bist du da? Kann man einfach so machen. Schön die Sachen mitnehmen, wie die Edelsteine. Die wir da rauskriegen noch. Also wieder. Ich kämpfe jetzt hier nur durch, sag's euch. Da ist so, ist offen hier. Feuerstein, komm, nehmen wir mit. Da haben wir zwar schon die Aufgabe gemacht, aber hey, schaden kannst du nicht. Da ist ja hier noch irgendwie ein Bossgegner, das wäre natürlich noch cool. Wenn ich jetzt hier nicht alles wäre, was hier noch ist. Direkt hoch, so. Da ist ja auch ein Leuner einfach hier irgendwo. Unterwegs. Wird schon reichen tatsächlich. So, da geht's weiter, ne? Ist denn sonst hier was? Man kann sich ja mal ein bisschen angucken, ne? So sieht ja nicht. Aber sehr viel mehr interessiert mich jetzt hier gerade nicht, so wie es aussieht. Da sind Ishirok, aber die kann ich auch mal. Kann ich auch mal am Arsch lecken. Ich da durch hier irgendwo. Und hierher, die Typen? Können wir gerne herkommen. Ist direkt kaputt hier. Das ist ein Kollege. Nochmal da rein, Hinobo. War das Steinsalz? Nehmen wir mit. Den rostigen Zweiner nicht. Da gehen wir jetzt durch. Ganz klar. Das Vieh scheißen wir. Macht das jetzt auch nicht gründlich hier auf alles. Ganz ehrlich nicht. Ich frage mich gerade echt, ob hier wirklich nicht ein Boss ist. Und ist eine Waffe, aber das bringt mir auch nicht viel, glaube ich. Verdammt. Ja, ihr seht, Leute, ist sehr spannend hier. Nicht. Ich grab mich jetzt einfach hier durch und dann sind wir da an dem X und dann. Wenn da nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ich muss irgendwie noch ein Wächter oder so, irgendwie so ein paar Monster hier bewachen, ganz ehrlich. Das wäre richtig lame. Da würde ich nur ein einziges durchgegrabe hier. Richtig kacke wäre, ehrlich. Ich war immer auch gespannt, was da für ein Schatz ist, wenn ich ehrlich bin, jetzt, wo ich gerade dran denke. Aber das finden wir ja in wenigen Momenten raus, ey, hoffe ich jetzt mal. So, Ding ist offen. Schauen wir mal. Sehen wir da irgendwas? Schatz wird schon mal angezeigt, sehr gut. Da unten ist sie. Da ist nix vorher, oder was? Soll mich jetzt verarschen? Ich trau
vor dem Brat nämlich. Das ist zu einfach, ranzukommen. Die einzigen Monster, die hier quasi waren, waren die Monster am Anfang, oder? Na komm, gehen wir runter, oder? Oh, okay. Nee, wir gehen nicht runter. Ich wusste es. Jemand muss auch noch kommen. Kommen die hier hoch? Diese Kackhände? Grundsätzlich? Ne, die bleiben da unten in der Grube schon, ne? Können jetzt nicht irgendwie Wände hier so auf einmal hochsteigen oder sowas. Verschwinden? Ne, ich will die gar nicht verschwinden sehen. Wenn ich ehrlich bin. Ich will dich kaputt machen, ich will vertungern, muss ich nochmal. Wenn ich ehrlich bin. Da sind sie sauer, ne? Ich hab ein bisschen verpissen da. Hätte ich die gerade gar nicht, oder was ist los? Da war kein Schaden, oder? Hat die verschwunden schon? Hä? Ich verschwinde doch einfach. Schade, ich wollte die vertungern und kämpfen. War schon dabei, sich zu verdünnisieren. Ist natürlich sehr schade, aber ist trotzdem geschenkt, die Truhe. Ist echt lame. Aber ich kriege die Windmütze. Der Held, der uns das große weite Meer bereiste, soll sie getragen haben. Ihr Zipfel wird sachte verwirrt hin und her gewiegt. Und den Kollegen muss ich auch nochmal irgendwie mit Stoff holen wahrscheinlich, ne? Apropos Stoff, ich will immer einen Schickstoff haben. Und ich immer noch hoffe, dass es einen gibt. Und die Batterie lassen uns. Darüber ist mir egal jetzt für die Folge. Bohrkontor, der hält schon noch lange genug. Da jetzt mal. Schickmaske, die wollte ich nicht unbedingt haben. Die finde ich wahrscheinlich auch noch nicht unten. Aber gut, das haben wir so. Kann ich auch nichts dran ändern. Ja gut, haben wir noch irgendwas hier? Da wäre noch eine Wurzel. Ich glaube, die holen wir uns auch mal eben. Also, ja, schnell, okay, da gehen wir raus dahin. So, die rote Markierung weist uns den Weg, Leute. Ich fliege da einfach mal hin, so weit wie es geht. Der Jäger ist wieder, ach ja, er war Blutmond, klar. Ist ja wieder respawned. Da spawnen natürlich auch die Jäger wieder. Wobei, hey, hängen die daran überhaupt? Oder spawnen die einfach nach, wenn ich den Zwischenfall ist? Das wäre natürlich auch geil eigentlich. Oder logischer irgendwie. Zumindest bei den Jäger halt, ne? So, wir kommen aber locker hin, glaube ich, ne? Das ist jetzt hier die Wand nur noch. Dahinter ist aber schon die Wurzel gewesen, oder? Alle ehrlich, die hier noch wären eigentlich. Was, habe ich nicht noch irgendwo Mai-Statue markiert? Ach, da unten, okay, da war das. Ne, da können wir noch lange nicht hin von hier aus. Von hier aus sogar gar nicht, ich glaube, da ist sogar abgeschnitten. Ich glaube, da kann ich eher von der Ranell-Spitze aus sehen, wenn ich ehrlich bin. Da ist die Wurzel, Leute, die will ich haben. Wahrscheinlich komme ich eh nochmal irgendwann hin, wenn der letzte Truhe ist, nehme ich hier natürlich mit, aber ich nehme mal an, dass wir eventuell nochmal eine Karte irgendwie finden und dann eh nochmal hier hin müssen. Ich will es mir gut vorstellen. Also ich war auch so tief geflogen, ne, ein bisschen. Aber hier ist schon mal keine Truhe, irgendwo. Die Mine im Donnerhortental, ah! Ist hier. Ah, warte, wenn hier eine Mine ist, ist aber ist doch gut. Da ist eine Truhe hier eigentlich normalerweise. Die Anehi-Wurzel haben wir noch. Ja. Normalerweise ist doch hier eine Truhe dann. Ich traue dem noch nicht irgendwie, dass hier keine ist. Kann man sich hier noch ein bisschen umgucken irgendwie? Warte, keine Truhe ist da unten. Doch, hier ist eine, wollte gerade sagen, ey. Da ist doch eine. Sehe sie doch schon. Die könnte tatsächlich was Wichtiges haben. Ey, dann kriegen wir vielleicht eine Karte, die nichts bringt, ne? Kann ich mir vorstellen, immer noch. Okay, das ist nur ein Kriegsfall, denn dann wäre das wahrscheinlich auch keine Karte gewesen. Ich geh jetzt einfach mal an. Ah, ein bisschen so Nanio for free. Komm, nehmen wir mit. Ganz ehrlich. Habe ich quasi jetzt auch immer eine gute Sonani-Quelle, wenn ich, also zum einen von wenigen, sag ich jetzt mal. Oder eine von vielleicht vier, besser gesagt. Ich aber alle noch nicht kenne. Wo man eh schon so Nanio abbauen kann, wenn man es braucht, ne? So, zack. Das wäre doch schon. Ja gut, ich weiß nicht. Hab nicht so viel geplant für heute. Haben wir noch eine Demo-Aufgabe, die wir eben fix machen können? Ja, wir haben eine, tatsächlich. Ich habe nämlich vergessen, das Bild abzugeben. Am Stall hier, von Sidakala. Und das machen wir jetzt natürlich noch. So, da wären wir, Leute. Ich glaube, ich muss immer mit dem Bild sprechen, oder? Oder kann ich ihn einfach anlabern? Der wird mir wahrscheinlich nichts über Bild sagen, ne? So. Hat auch ein Bild aufhängen, das geht auch okay. Oh, du hast mir wirklich ein Bild der Glücksglocke gebracht? Yes, zeig es mir bitte. Da ist es. Oh, wunderbar. Das ist genau das Bild, das ich sehen wollte. Ich würde zu gerne ein Bild mit diesem Motiv im Stall aufhängen. Darf ich es abmalen? Na klar doch. Ich auch, wenn ich, warum hat der eigentlich keinen Drucker, der Stein? Das wäre geil. Ach, da werden Erinnerungen wach. Ja, weißt du, ich habe die Glocke selbst einmal geläutet.
zusammen mit meiner Frau. Dank der Glocke sind wir noch immer glücklich zusammen. Da hast du ja noch nicht so lange geheiratet, kann es sein. Hat nicht so lange verheiratet, besser gesagt. Jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um es abzumalen. Aha, keine Sorge. Ich bin ein sehr guter Maler. Oder er war vorher verheiratet und ist dann einfach dahin gegangen, um die Liebe aufzufrischen. Kann natürlich auch sein. Dafür ist das ja da irgendwo, ne? Weil ich meine, der Typ, der war safe schon in Warehouse of White am Anfang verheiratet, von Anfang an. Die Glücksglocke gab es ja nicht von Anfang an, kann ich mir nicht vorstellen. Wusstest doch, das passt perfekt zu diesem Stall. Du bist zu großem Dank verpflichtet, Link. Oh, ich kann die Glücksglocke schon fast hören. Wir haben dort auch schon Paare geheiratet. Wenn du mir ein Bild der Glücksglocke bringst, male ich es ab und hänge es auf, so oft du willst. Wenn ich das Bild auswechseln soll, zeig mir einfach ein anderes Bild. Wir kriegen Stallpunkte, das heißt, wir noch zwei. Ganz ehrlich, Leute, wir runden die Folge jetzt auch ab. Mit dem Edeleintopf, nein, das meine ich nicht. Wir gehen jetzt noch zum anderen Stall hier in Akala. Da ist ja schon auch wieder so ein Bilderrahmen. Kann ich mir gut vorstellen. Ne? Und der Stall ist genau der da. Das heißt, wir gehen dahin. Aber schon, was die für Motive haben wollen, ne? Leute, wir haben hier noch einen Kocker. Ich glaube, der ist hier einfach unter dem Bett auf, ne? Ich habe gerade gedacht, ja, wo ist denn hier was? Aber, also der ist hier auf jeden Fall in der Nähe, ja, da ist er. Alles klar, nehmen wir den mit. Weg vom Stall quasi auch. Der Stall, den sieht ja gerade im Hintergrund, da ist der Rauch, ne? Da rechts im Bild. Da ist der Stall, genau. Du orientierst nochmal auf der Karte hier an den Baum halt direkt, ne? Quasi direkt nördlich vom Stall. Erste Baum. Alles klar, wisst ihr Bescheid, ne? Hoffe ich jetzt mal. Wo kann das sein? Was kann wo sein? Sag mal, du warst doch auch beim esoterischen Hühnerorakel, oder? Hat dir mich nicht drauf eingefallen. Ja, ich wollte mir schon immer mal den nördlichsten Highwoods Akala ansehen. Also hat das Orakel doch irgendwie recht. Ja, man, das sollte unter uns bleiben, aber kennst du Randas Schatz? Das ist eine Kollektion seltener Klamotten, die der Räuber Randa zusammengestellt hat. Dieser muschel Schatz soll in einer Höhle in der Kala versteckt sein. Bin ich so gut wie sicher. Ich erfahre, wenn ich dir noch mehr darüber erzählen soll. Eigentlich habe ich dir gar nichts groß zu erzählen. Waren nur diese zwei Brüder, die eigentlich ganz viel über den Schatz wissen. Ich also schnurstracks gehe im Westen zu einer Höhle beim Stall am Berge. Hab aber nicht aus dem Wald rausgekriegt. Ich glaube, ich werde in die Pferdegott Manon beim Stall von Astakala mal einen kleinen Besuch abstatten. Ich liebe darum, bitte, Freddy, im Stufe der Schatz versteckt ist. Die Stadt von Astakala befindet sich mehr oder weniger am nordöstlichsten Punkt von ganz Hyrule. Nordosten von Hyrule wollte ich mir schon länger mal ansehen. Auch wenn der Auslöser für wohl eine Lüge war. Ich finde das eine Reise ganz nach meinem Geschmack. Das war irgendwo eine Höhle? Warte mal, die Höhle habe ich doch gefunden, oder nicht? Muss doch dann die Höhle sein. Oder da vielleicht noch? Warte, der sagt was am Stall am Berge, dass da Leute nicht was über Randas Schatz wissen, oder? Habe ich richtig verstanden? Muss ich mir auch mal merken. Ah, Link, wie ich sehe, interessierst du dich für den leeren Bilderrahmen dort, ja? Ganz genau. Was möchtest du hier sehen, mein Freund? Erzähl mir mal. Die Fallfreunde haben beschlossen, dass Bilder aufgehängt werden sollen als Verschönerungsstation für die Stelle. Die Stallbesitzer mussten deshalb als erstes schon mal die Bilderrahmen aufhängen. Also, ich habe darüber nachgedacht, welches Bild ich aufhängen möchte. Es soll südlich von hier einen großen See geben, der Oktroksee genannt wird. Im ersten Blick wirkt er unauffällig. Aber Steine und Wasserspiegel nimmt der See die Form eines Monsters namens Oktrok an. Daher wohl der Name. Ich würde zu gerne ein Bild vom Oktroksee in Oktrok-Form malen, wenn ich ihn im Stall aufhänge. Weißt du, derzeit gibt es plötzlich so viele Monster, die Ärger machen. Das Bild könnte sie vielleicht abschrecken. Sache ist nur die. Ich werde Stall schlecht sich selbst überlassen, nur um ein Bild zu malen. Aber wenn ich ein Bild vom Oktroksee in Oktrok-Form vor mir hätte, könnte ich es einfach abmalen. So, ich wusste ja. Akala-See? Das ist der Oktroksee. Hä? Ach, da. Dann gehen wir da doch hin, oder? Einfach mal, also, ja, muss ich vielleicht jetzt warten, aber ich kann ja ein Feuer machen. Nicht das Problem. Sekriert. No. Ist weg, ne? Verdammt. Ich war noch nicht im Album, habt ihr gesehen? Mann, ey. Zu einer bestimmten Uhrzeit steigt der Wasserspiegel, hieß es, ne? Jetzt kann ich natürlich ja kein Feuer machen, weil das hier natürlich jetzt regnet, ne? Klar. Warte, war da noch ein Krog in der Mitte vom See? Und Blätter raufen wieder, oder? Ich glaube, ich gucke gerade sogar den Stein sehen. Ah ja, hier ist ein Krog, guckt mal. Der hat jetzt nicht ab, ne? Logischerweise muss ich jetzt zerschlagen oder so. Ja, es bringt nicht ab, leider. Okay. Nehmen wir den kleinen Racker hier mit. Dann gehe ich wieder da hoch, weil das war ja schon mal ein guter Spot, um da den ganzen See zu sehen. Das ist ja keine andere Erhöhung, ne? So wirklich. Ansonsten vom Himmel aus.
Irgendwie Himmelinsel um drüber? Ne, die da halt nur. Da war ich aber noch gar nicht, ne? Ah doch, da war ich schon. Ne, gar nicht, da war ich unten drunter nur. Da muss ich noch hin. Da möchte ich noch hin, besser gesagt. Ja, ja, genau, da möchte ich noch hin. Ach, guck mal, ist doch jetzt. Auch Dogform. Guck, mach mal ein Foto einfach. Muss ja nur zählen, ne? Für die Aufgabe. Das reicht mir ja schon. Mal gehen wir jetzt wieder da hoch zum Stall. Ich finde, wenn Rotomar Krähe hier jetzt hier gleich wieder runtergekommen ist, kann natürlich sein. Rappe hier. Aber ich, wie viele Leben die haben. Ich meine, kann man leicht rausfinden, indem man quasi eine Waffe mit ein oder zwei Schaden mitnimmt, ne? Also ideal wäre natürlich ein Schaden, aber. Jetzt hat überhaupt. Du sagst so gut, du machst zwei, ne? Ich komme die Bäckerei jetzt nicht wieder zurück. Ist ja klar. Ach ja, aber die, ich glaube, das war eine Bergrecht, wenn ich mich nicht verlesen habe. Aber sicher bin ich mir da ehrlich gesagt nicht gerade. Na gut, Hyrule-Handbuch kann man ja im Zweifel einfach frei kaufen, ne? Auch nicht vergessen. So, meine Freunde, da sind wir wieder. Ich glaube, hier geht's doch schneller. Bevor der da wieder zurückläuft oder so. Ja, ich sehe mir noch diesen leeren Bilderrahmen an, da siehst du richtig, Rizu. Ich hab ein Bild für dich. Wenn ich ein Bild vom Octrox in Octrox-Form aufhängen würde, könnte ich so die Monster fernhalten. Ja, bitteschön, hier für dich. Ich zeig's dir doch. Hier. Doch ein anderes Bild. Doch, ich hab zu schnell B gedrückt. Ich hab B geswimmt, Leute. Sorry. Das da, genau das Bild. Oh, wunderbar. Das ist genau das Bild, das ich sehen wollte. Ich hab gerade nur, wo ich den. Also, ich sehe die Augen da, ne? Aber das sind eher so. Ja, so einen richtigen Octrox sehe ich da jetzt auch nicht drin. Na gut. Oben dieser Ballonkopf, ne? Man sieht schon, doch, man sieht schon, okay, wenn man da richtig hinguckt. So, dann kannst du aufhängen gehen, klar doch. So, ihr sagt was von Monster mit Monster bekämpfen oder aufhalten, ja. Egal, warum und deswegen, ganz ehrlich. Wo die Lore dahinter eigentlich gar nicht so doof ist, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste es doch, das passt perfekt zu diesem Stall. Ich bin zu großem Dank verpflichtet, Link. Ach, dann kann man sich kaum satt sehen. Wir vom Octrox sehen Octrox formalig ab und hänge sie auf, so oft du willst. Das Bild ändert mich, das zeigt mir einfach ein anderes. Wir kriegen Steilpunkt, das heißt, es fehlt nur noch einer. Finde ich die Prämie. Ich weiß gar nicht, was die Prämie war, aber es ist mir eigentlich auch. Hatte wie Jacke wie Hose, Wildreis noch. Und dann würde ich sagen, Leute, ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte. Sogar, ja, ich wusste jetzt nicht, was ich danach machen wollte, ehrlich gesagt. Bisschen schneller als gedacht, ehrlich gesagt. Dachte echt, da unten wird. Also, im Untergrund unten wäre ich länger aufgehalten, da unten, ne? Sag ich ganz ehrlich, das war ja wirklich gar nichts. Ich auch gerade, ich muss tatsächlich mal irgendwie hier weitergehen, nach Norden, ne? Weil ich scheint kein Abgrund zu sein irgendwo. Ah doch, da hinten mein Totenkopfteich, da kann man dann auch dahin gehen. Da ist sogar ein Schatz. Das macht sogar Sinn, dahin zu gehen, und da ist auch ein Schrein. Und ich meine auch hier oben. Im Hochland von Nordakala, glaube ich sogar. War, glaube ich, ein Ivarok. Oder irgendwas. Ja, Ivarok oder Hinox, eins von den beiden kann es ja nur sein, ne? Aber gut, Freunde, ich würde sagen. Lasst das Folge gut sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann vergesst bitte nicht, den Video einen Daumen nach oben zu geben. Und falls ihr noch Zeit habt und Lust vor allem, dann ist jetzt hier noch ein cooles Video für euch. Geht da gerne drauf und ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.